Maskenpflicht soll in Deutschland, in Österreich etc. kommen. Doch welche Maske ist eigentlich geeignet für jeden, für dich? Macht es Sinn, FFP-Masken zu verwenden? Macht es Sinn, ganz normale Masken zu verwenden? Macht es sogar Sinn, selbstgemachte Masken zu verwenden? In diesem Video erfährst du, welche Masken was können und was du bei Masken beachten solltest. Ja, beginnen wir mit den normalen OP-Masken. Die normalen OP-Masken dienen im Endeffekt nur dem Schutz für den Gegenüber, nicht zum Eigenschutz. Weil, wenn dich einer anhustet, der Covid hat, kommt es trotzdem an. Deswegen sind diese Masken für Ärzte und Pflege nicht zielführend, wenn sie direkten Kontakt mit Covid-Patienten haben. Wenn alle diese Masken tragen würden, haben wir einen Fremdschutz für jeden und dadurch schützen wir uns alle. Das ist die erste Erkenntnis, die ich euch geben möchte. Wichtig ist, das ist ein Medizinprodukt. Wenn du die selber machst, nenne sie bloß nicht Atemschutzmaske. Nur ein Tipp für dich. So, die zweite Sache ist die, es gibt die sogenannten FFP-Schutzmasken. Da gibt es die Kategorien 1, 2 und 3. 2 und 3 sind die, die im Moment im klinischen Bereich relevant sind. FFP3 hat die höchste Sicherheitsstufe, das heißt Zahnärzte. Ärzte direkt mit Covid-Patienten, Pflege mit direktem Covid-Patienten-Kontakt sollten FFP3-Masken tragen, weil hier die Sicherheit maximal ist. Am besten noch mit Brille, Schutzbrille, Kittel, Vollausstattung, wenn sie denn in Deutschland endlich mal verfügbar wäre. So, die FFP2-Masken sind auch sehr, sehr gut, halten auch sehr, sehr viel zurück und sind auf jeden Fall zu empfehlen für jeden, der im Endeffekt sich selber schützen will. Deswegen sind FFP2 und FFP3 die Maskenarten, die im klinischen Alltag bei uns einfach Pflicht sind. Jetzt gibt es ja einen großen Mangel an diesen FFP-Masken. Es ist so, dass alles in Asien ist, es wird produziert, wir kaufen das teuer ein. Wie kannst du ganz einfach hier die Maske wiederverwenden? Weil normalerweise solltest du sie nur 2 bis 3 Stunden tragen. Die Stanford University hat eine interessante Studie dazu gemacht und meine Empfehlung aus dieser Studie heraus ist, wenn du die Maske wiederverwenden möchtest, tu sie bei 70 Grad 30 Minuten zum Beispiel in den Backofen. Es gibt auch die Möglichkeit des Autoklavierens, aber 70 Grad 30 Minuten Backofen zerstört die Maske nicht von der Mikrofaser und du kannst sie einfach dann wiederverwenden. Solange es einen Maskenmangel gibt, ist das die einzige Alternative, die ich hier wirklich auch dir empfehlen kann. Solltest du noch Fragen haben zum Thema Masken, Maskenpflicht oder irgendwelche Dinge, die dich noch interessieren, mit Ventil, ohne Ventil, was gibt es für Unterschiede, dann stell mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn das Video dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere auch gerne meinen Kanal. Wenn du denkst, es interessiert vielleicht noch andere das Thema Masken, weil einfach da die Informationslage nicht gut genug ist, dann teile das gerne auch in Social Media, dass so viele wie möglich dieses Video sehen. Aus der Praxis für die Praxis. So, mein Name ist Frank Wufflepp, ich bin Apotheker seit über 13 Jahren und möchte dir die besten Informationen aus der Praxis hier geben. Ich freue mich, dich beim nächsten Video zu sehen. Mach's gut, dein Frank.